Hallo zusammen. Wir sind heute hier bei uns in der Küche. Ihr seht hier im Hintergrund steht ein Echo Show 10, zweite Generation. Und im heutigen Video werde ich euch ein Unboxing von unserem neuen Replacement-Gerät, das heute frisch geliefert wurde, geben. Und zwar die dritte Generation von diesem Echo Show 10 Zoll. Nach dem Intro geht's los. So, als erstes möchte ich euch ganz kurz zeigen, warum ich sofort, ohne nur zu zögern, die dritte Generation von dem Echo Show 10 bestellt habe. Am liebsten hätte ich sie schon im November, als sie vorgestellt wurde, bestellt. Und zwar, ganz einfach, es ist prädestiniert dazu, ein solches sich drehendes Gerät hier bei uns einzusetzen. Weil ihr seht ja hier, wir haben eine offene Küche und wir haben hier diese Platte als Trennung, sozusagen Theke. Theke, das ist das Wort, vielen Dank. Wir haben also hier diese Theke als Trennung und wir haben natürlich hier unseren Essbereich. Und die meiste Zeit ist man natürlich in der Küche, aber dann läuft man halt auch ab und zu auch mal in den Essbereich und von da aus möchte man auch mal mit seiner Echo Show Dame, wir bezeichnen sie immer gerne als Dame, damit sie nicht aktiviert wird, weil ihren Namen darf man ja nicht sagen, das ist so Voldemort-Style. Und deswegen habe ich mir halt sofort gedacht, ja, wir brauchen eine sich drehende Dame. Und heute ist sie angekommen, einen Tag früher als ursprünglich angekündigt, denn am 15. ist eigentlich der Erscheinungstag, heute ist der 14. Und ich bin begeistert und wir werden das jetzt gemeinsam hier unboxen und aufbauen. Jo, also das allererste, was ich schon mal super, super positiv finde, wenn ihr schon ältere Echo-Geräte bestellt habt, dann kennt ihr das Problem vielleicht auch. Und zwar die von Amazon gelieferte Schachtel. Die ist immer passgenau und da ist das Gerät halt hier so reingepresst. Und um das normalerweise rauszukriegen, muss man entweder die Schachtel halt kaputt machen oder man muss sie auf den Kopf stellen. Beides finde ich nicht sehr positiv, aber da hat jetzt tatsächlich die Firma mal mitgedacht und die haben hier so einen Henkel eingebaut. Und man kann jetzt hier einfach das Gerät aus der Schachtel rausheben an diesem Henkel, der eigentlich halt einfach nur eine Banderole um die innere Schachtel ist. Super praktisch. Dann Banderole weg. Hier ist ein praktischer Aufreißer. Man braucht also auch keine Schere, das ist auch super intelligent gelöst. Also die Firma denkt echt mit. So, dann schauen wir mal weiter. Aha. Okay, also hier So ein Insert, da ist das neue Netzteil mit drin. Und hier hinten in dieser Tasche, seht ihr, da stehen die kleinen Ersteinrichtungsinformationen drin. Liest natürlich eh kein Mensch, weil ist ja selbsterklärend so ein Gerät. Und dann haben wir hier das Gerät selbst. Ist ganz schön schwer, muss ich sagen. Also bringt einiges auf die Waage. Und wunderschön, wunderschön. Dann ziehen wir hier gleich mal die Folie ab. Das Display selber ist noch in einer Schutz, ja, wie nennt man das? Stoff eingewickelt. Es ist keine Folie, sondern ein Stoff. So, dann packen wir den Spaß da wieder zusammen. Das braucht man nicht mehr. Wenigstens ist kein sinnloses Zeug in der Schachtel drin. Wir ziehen hier noch die Folie ab und stellen schon fest, ja,
Okay, also es dreht sich auch so schon recht leicht. Es ist also es ist nicht irgendwie schwergängig gegen einen Motor oder so, sondern es würde sich auch so schon leicht drehen lassen. Finde ich nett. Und ja, den Bildschirm kann man eben in eine bestimmte Neigung bringen. Das geht allerdings nicht per Motor, sondern das muss man tatsächlich manuell machen, so wie es einem halt zusagt. Und dann werden wir das Ganze jetzt mal einstecken. Während ich hier ankable, muss ich tatsächlich sagen, wieder kleiner Kritikpunkt, oder nicht wieder, sondern diesmal der erste kleine Kritikpunkt. Also ein wunderschönes Gerät. Und wenn ich es in schwarz bestelle und es wirklich komplett schwarz diesmal ist, also auch der Lautsprecher hinten, der bei dem alten Echo Show immer noch in weiß gehalten war, dann erwarte ich eigentlich auch ein schwarzes Netzteil, weil das weiße Kabel hier jetzt auf unserer Theke wird sich nicht gut machen. Also mit anderen Worten, falls ihr das seht, Amazon, kleiner Tipp, macht das Netzteil schwarz bei der schwarzen Dame. So, nach dem Einstecken erscheint hier schon der Ladebildschirm. Wunderschön. Es spielt Musik. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Da steht, Gerät geht online. Bin gespannt, wie es sich anstellt, weil rein theoretisch, also ich wüsste jetzt nicht, wie sie online gehen kann, ohne mich vorher nochmal nach dem WLAN zu fragen. Bin aber gespannt. Wird geladen. Ja, guck an, hat er tatsächlich geschafft. Ist online gegangen, hat mich erkannt. Man konnte beim Bestellen direkt anklicken, mit meinem Amazon-Konto verknüpfen. Das habe ich gemacht. Sorgt wohl dafür, dass aus magischen Gründen irgendwie sie meinen WLAN schon gekannt hat. Also ich weiß es nicht, wie es gegangen ist, aber es scheint funktioniert zu haben. So, jetzt schauen wir erstmal, was wir hier für eine Zeitzone brauchen. Mitteleuropäische Sommerzeit, ja, brauchen wir schon. Paris, Frankreich sind wir eigentlich nicht. Doch, sind aber die gleiche Zeitzone. Ja, das schon, aber normalerweise hätte ich erwartet, dass es Berlin, Deutschland gibt. Gibt es scheinbar nicht. Oh, in welchem Zimmer befindet sich der Echo Show? Hier in der Küche. Dann braucht er noch einen Gerätenamen. Also da das alte Gerät noch angemeldet ist und auch schon Küche geheißen hat, werde ich das jetzt Küche neu nennen und werde es dann nachher über die App umbenennen. Genau, so, dann kann man hier noch sein Hintergrundbild einstellen. Da lasse ich jetzt erstmal den Standard, das werde ich nachher ändern. Und er möchte gleich direkt ein Update machen. Naja, oder sie möchte direkt ein Update machen? Ja, eher sie. Der Show oder die Dame? Der Show oder... Falls das Update installiert wird, wird das Gerät ein paar Mal neu gestartet. Oh, sie spricht schon. Was ich kurzzeitig noch erwähnen möchte, ist, dass der Echo Show 10, genauso wie die schon deutlich früher erschienenen kugelförmigen Echo-Geräte, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt, also der normale Echo, weiß nicht wie viele Generationen, fünfte, sechste, die haben jetzt zusätzlich zu ihrem normalen Hauptprozessor einen neuronalen AI-Prozessor mit eingebaut und der sorgt jetzt dafür, dass rein theoretisch die Sprachsteuerung und Spracherkennung nicht mehr in der Cloud ausgeführt werden muss, sondern sie könnte theoretisch auch auf dem Gerät stattfinden. Das ist aber eine Funktion, die Amazon in Deutschland noch nicht aktiviert hat. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie kommt, weil rein theoretisch ist es natürlich auf jeden Fall ein enormer Zeitvorteil, wenn die Daten nicht in irgendeine Cloud geschickt werden müssen, um verarbeitet zu werden, sondern wenn sie selbst die Verarbeitung machen kann und dann nur den eigentlichen Request, was ich gerade gefragt habe und die Beantwortung dafür in die Cloud schicken muss. Würde mit Sicherheit einen deutlichen Performance-Vorteil bieten. Ja, bin gespannt, wann Amazon das aktiviert. Nachdem das Update jetzt fertig ist,
hat sie jetzt gesagt, dass sie die Möglichkeit zur Überwachung bietet. Also quasi eine ferngesteuerte Webcam, die man eben auch drehen kann, dann auf Kommando. Das aktivieren wir einfach mal und kann man später sicher immer noch abschalten. So, dann steht jetzt hier fertig. Jetzt steht das Gerät als Kamera zusätzlich zur Verfügung. Okay, wunderbar. So, und jetzt möchte sie sich gerne kalibrieren. Dazu muss man jetzt hier sagen, wo sie sich befindet. Also auf einer Kücheninsel. So. Vorschauanzeigen, wie weit sich das Gerät dreht, wenn sich der Bildschirm bewegt, von Ihnen aus sehen können. Vorschau. Das Gerät weder bewegen noch vom Strom trennen. Ist auch toll, dass sie das mit so einem tollen Sound untermalt. Also volle 360 Grad macht sie scheinbar nicht, sondern immer nur in die jeweils eine Richtung. Obwohl, vielleicht macht sie doch die 360 Grad noch voll. Ja, sieht so aus. So, jetzt kann man also hier noch den Bewegungsradius manuell einrichten. In unserem Fall passt es aber, ihr habt ja gesehen, freistehend, also kein Problem, wir brauchen das nicht einschränken. Und jetzt muss ich ihr noch sagen, wie die Standardrichtung sein soll, wenn sie quasi sich abschaltet. Und da würde ich mal sagen, so, was sagt der Kameramann dazu? Ja. Passt es so? Ich glaube schon. Gut. Dann sagen wir weiter. Und dann sagen wir nochmal weiter. Und es ändert sich nichts. Ah ja, so. Ich möchte immer noch keine Hörbücher genießen, nein. Ich möchte auch, was auch immer, Amazon Music nicht haben. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Ich bin jetzt bereit. Frag mich etwas. So, dann gucken wir mal. Alexa, wie spät ist es? Es ist 16.59 Uhr. Okay, das... Ach, und sie dreht sich jetzt in die Richtung? Wo sie angesprochen wird. Okay. Alexa, wie spät ist es? Es ist 16.59 Uhr. Okay. Witzig. So, Alexa, wie spät ist es? Es ist 17 Uhr. Okay. Alexa? Ja, bleib doch mal hier bei mir. So ist fein. So, man kann, soweit ich weiß, auch sagen, dreh dich zu mir. Alexa? Dreh dich zu mir. Ja, aber das brauchst du nicht sagen, weil macht sie ja eh, oder? Macht sie eh, das ist richtig, aber normalerweise wartet sie halt auf irgendein Kommando, aber in dem Fall will ich ja nur, dass sie sich dreht und sonst nichts. Ach so. So, Alexa, dreh dich zu mir. Das geht erstaunlich zuverlässig, also mit diesen Richtungsmikrofonen, ihr seht ja selber, das ist ziemlich genau 90 Grad Winkel zu... da, wo ich gerade stehe oder wo ich spreche. Also das funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Ich habe zwischenzeitlich auch schon die Umbenennung vorgenommen, habe sie jetzt also auch Küche genannt und das alte Gerät Küche alt. Und ja, damit müsste jetzt eigentlich, es gibt hier oben im Menü, gibt es jetzt einen neuen Eintrag, Bewegungsfunktion, seht ihr das? Wenn man da drauf drückt, dann ist die Bewegungsfunktion abgeschalten und sie dreht sich eben nicht mehr. Also man kann sie auch auf einen bestimmten Standort fixieren. Und hier so. Bei Bewegungsfunktion kann man auch nochmal
die Einstellungen, die ihr gerade vorher gesehen habt, verändern, also die Ruheposition und der Bewegungsradius, in dem sie sich bewegen kann. Wolltest du was sagen? Ich wollte fragen, ob sonst von den Konfigurationen alles gleich ist oder ob sich da auch irgendwas geändert hat. Ich gehe davon aus, dass ansonsten alles gleich ist, was beim alten 10er-Gerät auch schon möglich war. Also, wenn ich hier sogar reingucke, ich denke, da ist nichts dazugekommen. Also, die sonstigen Sachen sind normal. So, in Ermangelung an anderer GEMA-freier Musik werde ich euch jetzt den Jingle von unserem Kanal über die neue Dame wiedergeben, damit ihr mal die Audioqualität euch anhören könnt. Mein Fazit nach der kurzen Phase, wo ich das neue Echo Show 10 dritte Generation jetzt schon getestet habe. Also ich finde es sehr, sehr genial. Mir gefällt wunderbar, dass es sich immer zu mir dreht. Und das ist also echt eine Bereicherung hier für diese Küchentheke. Ich kann also echt nur sagen, es ist den teuren Preis wert aus meiner Sicht. Also der alte Echo Show hat meines Wissens immer 200 Euro gekostet, also 199. Und hier legt man jetzt also nochmal 50 Euro drauf für die Drehfunktion. Ist also aus meiner Sicht auf jeden Fall gerechtfertigt und ist für mich also der perfekte Ersatz für das alte Gerät, wenn ihr eben eine Möglichkeit habt, sie so hinzustellen, dass sie in zwei Richtungen gucken kann. Also eine Kücheninsel oder ein Raumtrenner in irgendeiner Form bietet sich auf jeden Fall an für sowas. Da würde ich euch empfehlen, eben den Preis zu investieren. Für mich ist es das auf alle Fälle wert. Also ich finde es allein schon deswegen super, weil wir sitzen eben sehr oft im Essbereich und stellen ihr dann zwar Fragen und lassen sie Musik abspielen, aber hier ist natürlich auch wieder das Problem, dass die Lautsprecher bei dem anderen Gerät natürlich für die Vorderansicht eingebaut sind und damit quasi der Stereo-Effekt umgedreht ist. Hier dreht sich der Lautsprecherteil aber mit, weil es bewegt sich also quasi wirklich das komplette Gerät und nur der Sockel bleibt feststehen. Und dadurch dreht sich also der Lautsprecher auch mit in deinen Bereich. Und es gibt auch Leute, die tatsächlich mit Video, mit Familienmitgliedern kommunizieren. Und hier kann man jetzt einfach rumlaufen und sie behält sich während dieses Vorgangs dann weiterhin im Blick. Und das finde ich fantastisch. Also für mich auf alle Fälle eine super Ergänzung zum bisherigen Echo Line-Up von Amazon. Und wenn ihr auch so eine Aufstellposition habt, kann ich also echt nur sagen, ist den Preis auf alle Fälle wert. Ja. Das war es schon wieder mit diesem kurzen Unboxing und Einrichten vom Echo Show 10 dritte Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr auch in Zukunft Videos dieser Art von mir sehen wollt, dann freue ich mich über ein Abo. Und vergesst nicht, die Glocke anzuklicken, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann bleibt mir nur noch euch zu wünschen, have fun! And eat good stuff.